So, wenn Sie jetzt dieses Video sich angesehen haben, dann haben Sie gesehen, wie die ganzen Befehle des Korans am 11. September 1:1 realisiert wurden. Am 11. September, ich meine, viele von euch sind jung, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht irgendwie in der Erinnerung, also ich meine, aus Erzählungen, aus Videos kennt ihr es vielleicht. Wir haben es damals live erlebt, wir waren schockiert. Ja. Wie 19 Moslems in 4 Flugzeugen sich in Wolkenkratzer reingestürzt haben und 3000 Menschen umgekommen sind. 400 Menschen haben sich rausgestürzt aus den Wolkenkratzern, sind hunderte Meter in die Tiefe gestürzt, unten zerplatzt, weil sie nicht oben verbrennen wollten. Ja, du hast eben so gemacht. Ja, ich habe es genau gesehen. Du hast dich gefreut, als das Flugzeug in den Wolkenkratzer rein ist. Freust du also, dass da Ungläubige gestorben sind, ja? Amerikaner. Ja? Ja? Also, ich meine, da brauchen wir nur weiterreden. Es ist genau der Geist, ja? Die Ungläubigen, die werden verhasst, die werden als schlimmer als das Vieh, weniger werden als Tiere im Koran angesehen, bekämpft sie, unterwerft sie, tötet sie. Ja? Kein Wunder, dass er sich freut. Ja? Ja, es haben sich auch Menschen am 11. September Moslems weltweit gefreut. Ja, jetzt haben wir es dem Satan USA gezeigt. Dieses Gedankengut, das muss aus den Köpfen verschwinden. Und es kann nur dann verschwinden, wenn diese gemeingefährlichen Befehle des Korans für ungültig erklärt werden. Das Verbot des politischen Islams. Und wie gesagt, dieses Thema ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Die österreichische Regierung unter dem Kanzler Sebastian Kurz hat es seit 2 Jahren im Regierungsprogramm. Wir haben es mit der Koalition, mit der FPÖ, haben es vor 2 Jahren gesagt, wir werden den politischen Islam verbieten. Sie haben angefangen mit der Ausweisung von Imamen, die Hass gepredigt haben in Moscheen. Wir haben sie ausgewiesen. Sie haben radikale Moscheen geschlossen und sie haben das Kopftuch verboten für Kinder an Grundschulen. Und sogar jetzt in der Koalition mit den Grünen, die neue Regierung in Österreich hat es übernommen. Das Verbot des politischen Islams. Wir sagen das Gleiche. Und wir bekommen hier eine Menge Gegenwind von jungen Moslems. Ich frage mich warum. Wer kann denn was dagegen haben, dass diese ganzen Gewalt- und Tötungsbefehle, diese frauenverachtenden Befehle, judenhassenden und schwulenfeindlichen Befehle gestrichen werden? Da kann doch niemand was dagegen haben, oder? Also, denkt nach, überlegt und kommt dann zum Schluss, ja, das ist doch gar nicht so falsch, was die hier sagen von der Bürgerbewegung Pax Europa. Politischer Islam, Stresstest für Deutschland. Ein bahnbrechendes Buch von der Leiterin des Islaminstituts in Frankfurt, Professorin Susanne Schröder. Sie sagt, ja, der politische Islam, der gehört nicht zu Deutschland, der muss verboten werden. Ganz einfach, Freunde. Und da bekommen wir eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Da können Sie mitmachen, aber es gibt hier einige, die verweigern sich dem. Meine frühere Partei, die CSU, die hat auch den Kampf gegen den politischen Islam als Programm bereits verabschiedet. Mit der Schublade wartet nur darauf, rausgeholt zu werden. Der Fraktionsgeschäftsführer der CDU im Bundestag, der Carsten Lindemann, sagt, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja? Leute, das Ding ist bereits in der öffentlichen Diskussion. Ja, es ist in Parteien CSU, CDU, es ist Regierungsprogramm Österreich. Also ich frage mich, warum ich hier so viel Gegenwind bekomme. Eigentlich müsste man sich das anhören, überlegen und dann sagen, ja, ist doch richtig. Genau das machen wir, die ersten 2 Schritte auf jeden Fall. Wir hören es uns an und überlegen, sind nicht Ihrer Meinung. Gut, überlegt es euch. Ja? Und vielleicht schaut ihr selber mal in den Koran rein und ihr müsst euch den Koran als Befehlsbuch durchlesen. Ja, natürlich. Ja. Ja, wir haben sie doch auf Plakaten hier, Dutzende von Versen. Ja, okay. Und glaubt's nicht, ja, wenn irgendwelche Moslems sagen, das sind falsche Übersetzungen. Wir haben den original islamischen Koran aus Saudi-Arabien, dem Mutterland des Islams, rechts arabisch original und links die legitimierte deutsche Übersetzung. Steht genau das Gleiche drin. Es ist so. Bitte? Was? Ich fang gerade an. Also,
Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Winfried Bausbach, Mitherausgeber, der war Justizminister in Bayern. Leute, wir sind da längst schon mit unseren Forderungen mit hochrangigen Politikern in Bayern, in Deutschland auf einer Linie. Das Ganze ist nicht eine Erfindung von der Bürgerbewegung Pax Europa. Es wird eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung sein. Und wir werden auch zu dem Imam Idris hingehen. Wir werden ihm sagen, Imam Idris, sind Sie bereit, den politischen Islam zu verbieten, die gefährlichen Befehle für unwirksam zu erklären und die Scharia als nicht mehr gültig zu erklären? Wenn er Nein sagt, steht er auf der Seite des fundamentalen politischen Islams und dann wird er Probleme bekommen. Er hatte schon eine Menge Probleme. Er war jahrelang unter Verfassungsschutzbeobachtung, weil er genau mit den radikalen islamischen Verbänden und Personen engen Kontakt hatte. Und der ist hier mitten hier in eurem Ort, hier in einer relativ großen Moschee, finanziert von dem Emirat Schardscha, wo die Scharia herrscht. Und er wollte in München ein riesiges Islamzentrum bauen mit 30 Millionen Euro aus dem terrorunterstützenden und Muslimbrüder finanzierenden Staat Katar. Leute, mitten hier in Penzberg, da hinten ums Eck, wir waren vorhin dort, ne, ist man mit dem Auto in 30 Sekunden dort. Ja, und er wollte den Muezzin-Ruf ertönen lassen. Und den werden wir jetzt auch mal abspielen, den Muezzin-Ruf. Beziehungsweise, aber wir können ja nicht abspielen, oder? Können wir auf deinem abspielen? Den Muezzin-Ruf in München, Avi, den habe ich in München gefilmt, weil während der Corona Pause hat man praktisch auf einigen Moscheen in München übergangsweise als Ersatz für die Gebetszeiten erlaubt, den Muezzin-Ruf abzuspielen. Aber nur ausnahmsweise. Imam Idris wollte ihn jetzt dauerhaft. Und dieser Gebetsruf, der hat es in sich. Und da müssen Sie sich wirklich genau anschauen, was da alles gerufen wird. Wie gesagt, eine Kampfansage an alle anderen Religionen. Gut, also den machen wir das nächste Mal. So, weiter. Wir haben hier auch ein wichtiges Buch von Laila Mirso. Das ist eine syrischstämmige Ex-Muslimin. Ich kenne sie persönlich. Eine ganz, ganz nette. Und die ist ausgestiegen aus dem Islam und sie hat das Buch geschrieben: Nur ein schlechter Moslem ist ein guter Moslem. Damit will sie sagen, nur ein Moslem, der nicht die Befehle des Korans befolgt, kann ein guter Mensch sein. Ahmed Abdel Samad hat gesagt, erst kürzlich bei Glanz in der Talkshow: Ein hundertprozentiger Moslem kann nicht hundertprozentiger Demokrat und Deutscher sein. Das ist das Problem, dass der politische Islam antidemokratisch ist, totalitär, und er will eben die weltliche Herrschaft einer Religion mit religiösen Gesetzen aus dem 7. Jahrhundert. Stefan Schubert, ein früherer Kripo-Beamter, der das Buch geschrieben hat, Sicherheitsrisiko Islam, Kriminalität, Gewalt und Terror, wie der Islam unser Land bedroht. Er hat aufgelistet, und dieses Buch wurde uns auch im Bundeskanzleramt genau analysiert. 1 Million Straftaten durch sogenannte Flüchtlinge seit 2015 von Menschen, die ins Land gekommen sind, die wir als Gäste aufgenommen haben, denen wir Geld geben, denen wir Schutz bieten. 1 Million Straftaten. Und wir können Ihnen eins sagen, das sind sogenannte Flüchtlinge aus fundamental islamischen Ländern, Irak, Afghanistan, Syrien, die hier Ärger machen. Von christlichen Flüchtlingen habe ich noch nie gehört, dass sie Straftaten begehen. Noch nie. Noch nie. Ganz im Gegenteil, die werden bei uns in Flüchtlingsheimen vielfach von Moslems bedroht. Ich habe selber mitbekommen, in Sul, ein afghanischer Christ, wurde von fanatischen Moslems mit dem Tode bedroht. Was gibt's? Wie lange es geht? Bis 19 Uhr. Und wisst ihr was, Leute?
Ich sag's euch ganz, ganz offen. Wir sind heute eigentlich nur hier wegen dem Mulzin-Ruf vom Idris. Wir haben in ganz Deutschland zu tun. Ja? Nächste Woche sind wir in Hamburg, Berlin, wir fahren durch ganz Deutschland. Ja? Aber Penzberg ist jetzt für uns wieder interessant geworden, weil Idris hier den Mulzin-Ruf gefordert hat. Wie genau kommen Sie auf die Idee, dass der Imam Idris vom Verfassungsschutz beobachtet wird? So, wir zeigen Ihnen jetzt gleich ein Video. Schauen Sie sich an, er wurde beobachtet bis 2011 wegen der Kontakten zu radikalen Moslems. Ja, der wurde einige Jahre wurde er vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir zeigen, Bundesminister war hier, um ihn zu loben, dass er so hat seinen eigenen Arm. Also, es war der Steinmeier da und es war der Herrmann da. Genau der gleiche Innenminister Joachim Herrmann, der 2011 noch gesagt hat, Imam Idris lügt, ja, weil er gelogen hat über seine gefährlichen Verbindungen. Wieso glauben Sie, hat sich die Meinung von Minister Herrmann verändert? So, ich kann es euch erzählen, warum sich das geändert hat. Imam Idris wollte in München ein riesiges Islamzentrum bauen mit 30 Millionen Euro finanziert aus Katar. Die damalige Staatsministerin Cornelia Pieper, FDP, hat gesagt, es liegt im Interesse unseres Landes, dass dieses riesige Islamzentrum gebaut wird, weil man gute Kontakte zu Katar weiter ausbauen wollte, weil Katar ein schwerreiches Land ist, von dem wir Öl und Gas beziehen und wo auch reiche Touristen nach Deutschland kommen und hier viel Geld lassen. Ja, es war praktisch ein Bücken vor dem Geld, dem Öl und dem Gas aus Katar. Man hat ihm immer wieder gesagt, wenn er jetzt ein Jahr lang keine Kontakte mehr hat zu den ganzen Radikalen, ja, wenn er nur mit dem telefoniert, dann wird er aus dem Verfassungsschutzbericht rausgenommen. Ja, das ist dokumentiert. Leute, wir beobachten den Imam Idris seit 10 Jahren. Die Telefonate mit radikalen Moslems sind dokumentiert, weil der Verfassungsschutz die abgehört hat. Das ist alles festgehalten. Wir zeigen euch jetzt das Video, wo das genau alles wortwörtlich, das wurde veröffentlicht, der Spiegel hat es veröffentlicht. Die Akten des Verfassungsschutzes mit den abgehörten Telefonaten wurden veröffentlicht. Ja, ja natürlich, es ist so. Glaubst du es mir, ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Imam Idris. Der ist einer, der sich immer hinstellt, ja, ich bin modern, aufgeklärt, wir vertreten den Euro-Islam und der Islam ist demokratiefreundlich und frauenfreundlich und wunderbar. Der streut den Menschen Sand in die Augen, weil er den Islam weiter ausbreiten möchte. Ja? Und der nächste Schritt war jetzt der Mulzin-Ruf. Erstmal einmal in der Woche, ja? Dann jeden Tag, dann 5 Mal am Tag und dann kommt die nächste Moschee auf die nächste Moschee und dann kommt ein bisschen was von der Scharia, Stück für Stück. Teil 4. Ja. Entschuldigung. Das ist so wichtig, dass wir uns da echt über die Fakten... Jetzt haben Sie uns immer noch nicht erzählt. Also wenn du keine anderen Probleme hast. Jetzt haben Sie uns immer noch nicht erzählt, warum genau... Weil jetzt die Parole ausgegeben wurde von Kanzlerin Merkel, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, wir wollen jetzt hier sozusagen keine Probleme vertiefen. Wir wollen, dass es jetzt möglichst alles hier so unter den Teppich kehren und dass dann alles gut bleibt. Aber ich sage euch eins, gegenüber einer totalitären Ideologie ist Appeasement der falsche Weg. Ja, man muss ganz klar sagen, diese gefährlichen Bestandteile dürfen keine Gültigkeit mehr haben. Wenn damals die Alliierten Hitler gegenüber anders aufgetreten wären, dann wäre vielleicht alles anders gelaufen. Sie waren in München. Chamberlain war in München und hat Appeasement bezogen. Er hat geglaubt, er kann Frieden schließen mit einem totalitären Faschisten. Fehler. Und genauso ist es heute Fehler, der Faschist ist. Appeasement gegenüber der totalitären Ideologie politischer Islamtheorie. Ich weiß, wie Sie denken, junger Mann. Ja, Sie wollen ja auch im Frieden leben. Sie wollen Toleranz gegenüber Muslimen. Ja, das wollen wir alle. Aber das schließt nicht aus, dass wir die gefährlichen Bestandteile... Wir sind nicht tolerant gegenüber der totalitären Ideologie. Ja, und der politische Islam ist totalitär. Und wir können uns mal zeigen, wie dieser politische Islam damals mit den Nazis ein Bündnis zwischen Brüdern im Geist
Geiste gespielt hat. Die Nazis waren mit dem politischen Islam verbündet. Fundamentalisten, wie schon mehrmals erwähnt. Das war der Großmufti von Palästina, einer der ranghöchsten, der Großmufti von Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, einer der ranghöchsten Moslems, der saß in Jerusalem. Der hat mit Hitler einen Pakt gespielt. Ein gläubiger Moslem, der das ausführt, was im Koran steht. Nicht der ganze Islam schlecht ist, nur weil es vereinzelte Fundamentalisten gibt, die schlimme Dinge tun. Sehen Sie, es gibt nette Moslems, die sich nicht drum kümmern. Und die sind alle herzlich willkommen. Die werden auf unserer Seite sein. Wir sagen, lasst uns intolerant. Ach, ich bin doch nicht intolerant. Unsere Politik richtet sich nicht gegen Moslems, sondern gegen den politischen Islam. Warum sind wir intolerant, wenn wir gefährliche Bestandteile einer Ideologie kritisieren, die verantwortlich ist für Gewalt, Krieg, Terror und Töten? Also, da müssten Sie doch auch aber dafür sein. Aber dafür ist der Islam verantwortlich. Der politische Islam. Weil Menschen irre sind. Es gibt Fundamentalisten, die sind einfach krank. Es steht im Koran. Ja, es steht im Koran. Im Koran von vor 1400 Jahren. 1400 Jahren. Schaut her, mit Leute. Wenn ihr nicht glaubt, wie ähnlich sich diese totalitären Ideologien sind. Schaut es euch an. Das ist der Großmufti von Palästina. Amin al-Husseini. Mohammed Amin al-Husseini. Der war sogar SS-Gruppenführer. Der war begeistert an der Seite der Nazis. Der hat gesagt, in vielen Bereichen laufen die Ideale des Islams und des Nationalsozialismus parallel. Einheit der Führung, Orden der Macht, Gehorsam, Disziplin, Kampf und Ehre im Kampf zu fallen, Bekämpfung des Juden. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe, es ist eine einzelne Person, nicht der komplette das Islam. Das ist einer der höchsten Repräsentanten. Und trotzdem eine einzelne Person. Hier, der Himmler, der hat sich auch angeschaut, was in dem Islam los ist. Die waren nämlich nicht blöd. Die haben das sich angeschaut und haben gesagt, der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich. Er zieht mir in dieser Division, das ist die SS-Division Anschar, seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten, praktische und sympathische Religion. Da waren 25.000 Moslems in dieser SS-Division Anschar. 25.000 begeistert. Im Islamischen Staat waren 60.000 Dschihadisten, die bereit waren, in den Tod zu gehen. Ich habe eine Frage, warum sind da Kreuze über den Gesichtern? Weil ich fake ist. Zum Durchstreichen von radikalen Personen. Hitler ist durchgestrichen. Ja. Es sind auch die Abzeichen überdeckt. Weißt du was, wenn ich es nicht mache, junger Freund, wenn ich es nicht mache, kriege ich eine Anzeige, weil man in der Öffentlichkeit solche Personen nicht zeigen darf, wenn sie nicht eindeutig negativ gekennzeichnet sind. Durchstreichen bedeutet, wir lehnen die ab. Ne? Weil es könnte ein Ausländer vorbeikommen, der sieht, oder wird der Hitler hochkommen. Ne? Und so zeigen wir, wir sind dagegen. Ne? So. Hier ist der Mohammed Amin al-Husseini und läuft mit Hitlergruß durch seine bosniakische SS-Division. Die haben alle voller Begeisterung mitgemacht. Und übrigens, dieser Großmufti, eine einzelne Person war, der wollte auch Vergasungslager in Palästina, um Juden zu vergasen. Das sind Nazis, okay? Ja. Wissen Sie, wie groß der Hass auf Israel ist? Er ist eine einzelne Person, verstehen Sie das nicht? Aber es geht doch weiter. Sie hören mir nicht, weil ich habe das Gefühl, Sie hören mir nicht zu. Doch, es sind okay. Hunderttausende. Denken Sie mal drüber nach, was Sie versuchen zu erklären. Sie versuchen mir zu erklären, es sind nur Einzelne. Und es hat nichts mit der Ideologie zu tun. Sie hören mir ja doch zu. Ja, natürlich höre ich zu. Sie machen mal Denkfehler. Das Ganze hat System. Sehen Sie den Hass gegen Israel in der arabischen Welt? Seit 70 Jahren versuchen die Israel zu vernichten. Vernichten! Wir haben einen Hass und wir haben ihn vorhin die Koranverse gezeigt. Wenn ich ein religiöses Buch... Ich kann mich daran erinnern, dass Deutschland auch schon öfteren versucht hat, Länder zu erobern. Pass auf, ich frage Sie jetzt mal. Wenn es ein Buch gibt, wo Sachen drinstehen, die direkt von einem Gott kommen, nach der Auffassung dieser Religion. Befehle von einem Gott. Und in der Bibel, da stehen Geschichten von Evangelisten, das ist was anderes. Da stehen Befehle von einem Gott. Jeder Satz ein Befehl.
Befehl. Und wenn dann, wenn ich mich dran erinnere, da drin steht, dann Juden sind die Affen und Schweine, Juden sind die schlechtesten Geschöpfe. Sowohl Befehle als auch Geschichten. Denn es waren diese 10 Gebote, diese Gebote, nach denen soll ein Christ leben. Also gibt's auch. Da steht auch nichts Schlimmes drin, da steht, du sollst nicht töten. Ja, aber Sie haben mir gerade erzählt, haben wir keine Probleme. Da haben wir keine Probleme. Aber im Koran steht, tötet sie, wo ihr sie findet. Merkt ihr was? Hey, ich muss da wirklich also gegen Mauern anreden. Aber ich mache das. Ich mache das gebetsmühlenartig seit 10 Jahren, ich werde es auch noch 10 Jahre machen. Ja? Und dann, wenn es losgeht mit dem Terror, den ihr dann vielleicht irgendwann auch mal in irgendeiner Form erlebt, dann werden euch vielleicht die Augen geöffnet, dass das nicht alles Einzelfälle sind, sondern dass es System hat, dass die Ideologie dahinter steht und dass immer wieder welche das ausführen. Nicht alle natürlich, weil sich viele damit beschäftigen, aber viele, zu viele.